Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Cyberpunk 2077. Wir sind vor Lizzies Bar und wollen uns jetzt einmal mit Judy treffen. Hey, hab ich dich hier nicht schon mal gesehen? Gesichter kann ich mir gut merken. Hier für ein bisschen Spaß. Ich suche Evelyn Parker. Ich suche Evelyn Parker. Weißt du, wo sie gerade ist? Kam früher mal her, hab sie aber eine Weile nicht gesehen. Ist Judy da? Ich muss mit Punch und Judy reden. Ist sie in ihrer Bude? Mhm. Die Treppe runter. Ich sag Judy, dass du hier bist. Alles klar, danke. Da jagt mir keine Kunden, sonst fliegst du raus. Süßes kleines Gesichtchen. Dankeschön. Ja, wirklich ein süßes Gesicht, ne? Uns auch Mühe gegeben. Hier raus. Sag mir, Baby, sehe ich so gut aus, wie ich mich fühle? Komm schon, sei kein Langweiler. Lass gut sein, Zoe. Der Mann will eine Frau mit Klasse. Ja. Sehr gut. Ja, okay, Judy ist unten im Keller. Den Weg kennen wir Judy ja schon. Ist mal wieder total peinlich. Hey, wo willst du hin? Hier gibt's nichts zu Lass sehen. Lass gut sein, ist ein Freund von Judy. Habt aber Glück gehabt jetzt, ne? Kurz davor, meine Waffe zu ziehen. Hast du den Bagulho fertig geraucht? Ja, heißt also zurück an die Arbeit. Schick mir nicht jedes Joy-Toy, das du triffst, hier runter. Was zur Hölle soll ich mit all denen anfangen? Mach ich gar nicht. Muss unser Ruf sein. Wer Hilfe braucht, kommt halt her. Soweit ich weiß, leiten wir kein Heim für Obdachlose. Hab dich nicht so. Sie verdienen eine Chance. Könnte sich vielleicht lohnen. Mit etwas Geduld wird es sich sicher lohnen. Lohnen? Die schaffen es nicht mal, für sich selbst zu sorgen. Wie sollen sie das auch, wenn sie direkt aus der Gosse kommen? Aber wer weiß, vielleicht überraschen sie dich. Ich hasse Überraschungen. Mhm. Ich spüre förmlich den Gemeinschaftssinn. Sus, wir sind noch nicht fertig. Oh doch, und ob wir das sind. Hi. Kann ich dich was fragen? Jetzt nicht. Okay, dann ein andermal. Hey, Judy. Du lässt einfach nicht locker, oder? Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Ich dachte, ich hätte das klar gemacht. Worum ging es da eben? Oder war das zu subtil für dich? Worum ging's da eben? Jeder in dieser Scheißstadt lebt in seiner eigenen kleinen Blase. Entweder du steigst in ihr auf, oder du versinkst mit ihr im Dreck. War das dein Boss? Susie scheint zu wissen, was sie will. Ist sie dein Boss? Bist du extra hergekommen, um nach irgendwelchen Mocks zu fragen? Ich suche Evelyn. Hör mal, hast du Evelyn gesehen? Ich muss sie sprechen. Es ist wichtig. Wieso? Damit du sie zum Sündenbock für deinen verpfuschten Job machen kannst? Lass uns mal gucken, ob wir da noch einen Punkt investieren können. Hier. Ne, wir haben keinen mehr. Schade. Dann können wir auch so nicht antworten. Klingt, als hättet ihr miteinander gesprochen. Du weißt, wie der Überfall lief. Das bedeutet, du hast mit ihr gesprochen. Ich weiß, du hast Scheiße gebaut. Hast deine Chumbas alle wie ein echter Profi draufgehen lassen. Ich wurde auch getroffen. Ich bin auch nicht heil davon gekommen. Ach komm, ist doch Berufsrisiko für euch Söldner. Sag mir einfach, wo sie ist. Macht dir das Spaß, dieses ewige Rumgedruckse? Ich mach's dir leicht. Sag mir einfach, wo sie ist. Ist das so schwer? Ich vertrau dir nicht. Ganz einfach. Sie wusste, worauf sie sich einlässt? Ja, ich bin ein Risiko eingegangen. Sind wir alle. Aber Evelyn hat uns da reingeritten. Sie wusste von Anfang an, worauf sie hinausläuft. Meinetwegen. Wir saufen sowieso alle in der gleichen Pisse. Aber du bist verzweifelt, oder? Ich seh's dir an. Ja, ich bin ziemlich im Arsch. Okay, sagen wir einfach, ich bin ziemlich am Arsch.
Der Biochip, den wir bei dem Job geklaut haben, bringt mich langsam um. Der Job kam von Evelyn. Vielleicht weiß sie, wie man es aufhält. Deshalb muss ich wissen, wer sie angeheuert hat. Sagen wir, ich glaube dir. Na gut. Evelyn ist eine Puppe. Hat früher im Clouds gearbeitet. Such dort nach ihr. Und wo ist das? Das Zigarettenetui auf dem Schreibtisch. Da steht die Adresse. Gib es Evelyn, wenn du sie findest. Megatower? Wie dekadent. Okay. Können wir noch mit ihr reden? Sonst noch irgendwie was? Nö. Willst du noch was? Sie ist zurückgegangen. Du meinst, sie ist dorthin zurück? Sie meinte, dort sei es sicherer als hier. Weiß Gott warum. Ins Clouds? Clouds? Was ist das? Ein Puppenhaus. Kommt mir bekannt vor. Mit maßgeschneiderten Puppen für alle möglichen Fetische, oder? Unterbewusstsein des Kunden ist das Drehbuch. Puppe spielt die Hauptrolle. Erinnert sich danach aber an nichts. Wenigstens etwas. Du meinst, sie ist eine Puppe? Warte, du meinst, sie ist eine Puppe? Hat eine ganze Weile auf den Verhaltenschip gespart. F war gut. Sehr gut. Wochen im Voraus mit Stammkunden ausgebucht. Allerdings hält niemand so einen Job lange durch. Deshalb der Überfall. Verstehe. Ich weiß alles, was ich wissen wollte. Danke. Ich guck mir den Laden mal an. Okay. Warte. Ja, was? Lass mich wissen, wie es ihr geht. Okay? Klar, ich ruf dich an. Ich ruf dich an, okay? Danke. Danke, wie? Ja, kein Ding. Eine Puppe. Warum überrascht mich das nicht? Du bist ein Engramm in einem verblassenden Verstand. Ich sollte nichts überraschen. Okay, dann gehen wir also ins Clouds. Warum auch nicht? Tja, Clouds wäre die nächste Anlaufadresse. Wir können aber auch mal gucken, was hier in der Umgebung noch so los ist. Ich bin eines Tages so aufgewacht, dass das wahre Leben ein Märchen. Ich bin eine Frau. Das weiß ich auch. Verbandskasten. Hey, guck bitte nochmal nach, ob im Verbandskasten wieder alles drin ist, okay? Gestern musste ich einem Kunden erklären, dass Nein wirklich Nein heißt. Und als ich mir danach die Hand verbinden wollte, waren keine Mullbinden mehr da. Wäre echt nett von dir. Danke. Was starrst du so? Wenn du was zu sagen hast, spuck's aus. Was ist mit Evelyn Parker passiert? Weißt du, was mit Evelyn Parker passiert ist? Warum fragst du mich? Du hast doch Judy schon gelöchert. Ja, aber du bist hier der Boss. Könntest mehr als sie wissen. Evelyn hat die Mox vor einer ganzen Weile verlassen. Und wer keine Mox mehr ist, ist auch nicht mehr mein Problem. Wie läuft das Geschäft? Der Club läuft doch bestimmt gut, oder? Kostet auch eine Scheißsumme. Wieso? Willst du investieren? Nein, ich bewundere nur deine Arbeit. Wir haben den Laden vor Ewigkeiten übernommen. Frag mich jeden Tag, wie er immer noch steht. Uns geht's gut. Mehr sag ich nicht. Ihr helft dem Mädchen auf der Straße, oder? Hab gehört, ihr helft draußen manchmal Mädchen. Das ist lange her. Und wie alles, was lange her ist, war es ziemlich blutig. Wie war das? Irgendein Aufstand? Ein Mädchen ermordet von einem Tigerclaw? Nicht die erste, aber die hat's ins Rollen gebracht. Die Leute hatten genug. Die Straßen waren voll mit geballten Fäusten. Mädchen, Zuhälter, Ausgestoßene. Eine richtige Freakshow. So fingen die Mox damals an. Ist aber lange her. Das hier ist ein Geschäft, keine Heilsarmee. Ich kann nicht jeder helfen. Muss mich um meine eigenen Mädchen kümmern. Die Mox gehen vor. Okay. Haben wir sonst noch was? Der Verbandskasten. Dann nehmen wir mal direkt alles wieder raus. So, was haben wir hier noch Schönes? Können wir nicht nehmen. Schade. Weil sonst müssen wir mit dir sprechen. Okay, gehen wir wieder raus. Begib dich zum Megagebäude H8. Okay, das ist auf jeden Fall ein bisschen weiter weg. Gucken wir mal, was hier in der Nähe ist.
da wäre noch ein Überfall. Mr. Hans. Hallo, ich bin Hans. Mr. Hans. Wenn du Jobs in Pacifica willst, wendest du dich an mich. Ich bin wie? Kein freut mich und so? Na gut, freut mich sehr, dich kennenzulernen. Du hast jetzt meine Nummer für Geschäftliches. Okay, das ist nochmal ein neuer Fixer wieder. Wenn du mich anrufst, reden wir nur über das Geschäft. Ich mache keinen Smalltalk. Alles klar. So, lass uns hier mal ein paar Waffen verkaufen. Rest können wir wieder zerlegen. Und bei der Kleidung müssen wir sowieso mal gucken. Und Junk verkaufen können wir mal. 98 Kilo haben wir jetzt. 51 Junk Items. Okay, die wiegen gar nichts. Auch wichtig zu wissen, finde ich. Doppelläufige Schrotflinte könnten wir eigentlich auch mal ein bisschen mit schießen. Und ein Sturmgewehr haben wir da. Das ist eigentlich schon in Ordnung. Schrotflinte nehmen wir dann mal die und Maschinenpistole. Dann nehmen wir dann mal das Sturmgewehr. Das ist ja eine ikonische, die können wir dann vielleicht nochmal verbessern. Aber jetzt haben wir erstmal ein paar andere Waffen und testen die mal aus, wie die so laufen. So, irgendwo da unten müssten wir mal hin. Ah ja, okay, hier geht's runter. Eigentlich Bock. Jo, die ballert rein. Okay, cool. Techie. Nein. Ich drücke mal hier die falsche Taste. So. Was haben wir denn da? Aktuelles Inventar. Ja, ihr seht selbst. Da können wir uns mal mit verbinden. So, E9 1C7A. Nehmen wir den. Dann kommen wir nämlich hier nochmal weiter. Nehmen wir den mit. Okay, cool. Haben wir nochmal ein Gespräch aufgenommen gerade. Das würde ich natürlich auch gern lesen. Da ist es. Seid ihr fertig? Alles okay? Schum, du bist tot. Was ist passiert? Tim und Boris sind draufgegangen. Hab doch gesagt, es gibt eine Wache. Aber nicht, dass er, dass es ein 2 Meter großer, mit Chrom vollgestopfter Solo ist, haben ihn gerade noch so erledigt. Aber ihr habt die Ware, oder? Ich mach dich sowas von kalt. Ja, du Arschloch, wir haben die Ware. Wirst sehen, sobald sich das verkauft, kriegst du wieder gute Laune. Tauch nur erstmal irgendwo unter, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Ach echt, wäre ich selbst gar nicht drauf gekommen. Ja, ziemlich... ohne schlechtes Gewissen hier. Alles klar. Das war der Auftrag. Hier vorne gibt es noch was. Da sind ziemlich viele NCPDs. Ja, versuchen wir mal dahin zu kommen. Gerade was gesehen. Ach so. Der hatte um Geld gebettelt.
einmal eine 180-Grad-Drehung und weitergehen. Blutet ihn aus! Jetzt kommen wir uns um! Aha. Okay, alle ausgeschaltet. Behandlungsplan. Am effektivsten für Muskelwachstum ist Muscle Bustle. Würde ich sagen, funktioniert 100%, hat aber eine ganze Menge Nebenwirkungen. Leberzirrhose, hoher Blutdruck, geringe Libido, Erektionsstörungen und gelegentliche Wutanfälle. Das Mittel wird alle 6 Stunden intramuskulär angewendet. Ruf mich an, falls du Interesse hast. Ja, so wie er aussieht, hat er das wohl genommen. Hey, kannst du noch einen schubenden Besucher abstatten, der meint, seine Schulden nicht zurückzahlen zu müssen? Gib ihm erstmal ordentlich einen aufs Maul und wenn er dann nicht klein beigibt, nimm einfach alles mit, was nicht festgenagelt ist. Du kriegst 10% von allem, was du tragen kannst. Level up. Cool. So, und wir können dann nämlich auch hier in Intelligenz die nächste Stufe erreichen. Da wollen wir mal gucken. Wir haben 6 Vorteilspunkte noch abzugeben. Kürzere Wartezeit, maximale Speicherpunkte, -1 Speicherkosten für das Quick-Hacken von Geräten und Fahrzeugen. Längere Warteschlangen. Okay. Speicherregeneration, Quick-Hack-Schaden, schaltet den Modus über Takten frei. Wenn du ein Cyberdeck installiert hast, drücke zum Aktivieren E. In diesem Modus kannst du Quick-Hacks auch dann benutzen, wenn du nicht genügend Speicherpunkte hast, aber jeder fehlende Speicherpunkt kostet dich stattdessen Gesundheit. Okay, interessant. So, was haben wir hier? Das Aktivieren von Übertakten stellt sofort Gesundheit in Höhe von 5-mal deine maximalen Speicherpunkte wieder her. Okay, wenn Übertakten aktiv ist, erhöht der Quick-Hack-Schaden, wenn die Gesundheit sinkt, maximal 50%. Okay, also wir müssen eigentlich dann regelmäßig Übertakten anwenden, damit diese ganzen Dinger hier aktiv werden. So, das haben wir auch schon mal genommen. So, wir haben jetzt keine Vorteilspunkte mehr. Aber wir werden unseren Charakter so langsam darauf hinausarbeiten, dass er Quick Hacks macht. So, nächster Punkt. Das ist Barry. Da wäre was. Auch nicht weit weg. Es liegt alles ziemlich nah beieinander hier. Da können wir locker flockig hinrennen. Und auch mit dem Sturmgewehr gleich mal ein bisschen schießen. Also die Schrotflinte ist ja schon mal ganz nice. Die fallen direkt um. Und das Sturmgewehr. Das sind nur die beiden hier, glaube ich. Okay, auch nicht schlecht. Brauchen wir doch nicht. Dringend! Sie durchqueren die Badlands im Truck, ja. Aber wenn der Vollmond aufgeht, werfen sie ihre Masken von sich. Und was verbirgt sich darunter, fragt ihr? Reptiloiden. Nein, sag ich euch, keine Reptiloiden, sondern Werwölfe. Die Saat ist ausgebracht, die Wahrheit wird Wurzeln schlagen und uns aus den Fängen der Eindringlinge befreien. Was liegt da noch? Nicht gesendete Nachricht. Joe, das ist wichtig, das Ende naht. Ich kann ihre Stimmen hören, Joe. Der Bug sitzt im Herzen der Bestie. Meine Zeit ist gekommen, aber irgendwer muss meine Mission fortführen. Geh zu diesen Koordinaten. Dort findest du die Tech, die ich ihnen geklaut habe. Denen, die uns ausspioniert haben. Weck die Leute auf. Es ist Zeit, die Barrikaden aufzustellen. Die Konzerne wollen Blut sehen. Okay. Jetzt auf jeden Fall noch einen zusätzlichen Ort entdeckt, wo wir dann diese Tech finden können. Machen wir erstmal die Verbrechensmeldung noch.
euch wollen wir keinen Stress. Wir gehen weiter. So, hier unten ist noch was. Gehen wir an die ganze Sache von hinten ran. Ja. Ist ja gut. Natürlich. Danke für die Chance. Jetzt kommt die Müllabfuhr! Oh, der sieht uns. Der wird uns doch bestimmt entdecken, wenn wir den jetzt hier wegcatchen. Oder auch nicht. Okay, sehr schön. Haben wir gut gelöst. Schleichen vor allen Dingen. So, du kannst gleich weg. Ich erledige nur noch die letzte Wache. Gut, dass du da warst. Ich dachte schon, ich gebe den Löffel ab. Ja, kein Thema. Kannst los, wenn du möchtest. Du bist frei. Dann hacken wir das Teil nochmal und plündern die Box gleich. Und dann schauen wir mal, was wir hier rauskriegen. So, 6 Felder haben wir. 55, 55, 1C. Dann werde ich mal gucken, ob wir weitergehen. E9, 55, okay. Ja, mehr schaffen wir hier nicht. Scheiße, scheiße, ich habe verkackt. Ich habe dieser Bullin vertraut. Anna Hamill hat mir Schutz versprochen, wenn ich übers Business in Kabuki Markt auspacke. Scheiße, Even, ihr habt ihr alles gesagt. Warum? Jetzt gibt das NCPD mir doch keinen Schutz mehr und die Tigers sind wegen diesem lalala NCPD hinter mir her. Die machen mich kalt, Martha. Die wissen Bescheid. Ich bin so gut wie tot, du naive Bleibirne. Geh zum Hafen in Wellsprings. Du hilfst mir. Verschwende keine Zeit, du Idiot. Geh schon jetzt. Danke, danke, danke. Wenn ich auf einem Boot bin, können sie in der Stadt lange nach mir suchen. Okay. So, das wäre auf jeden Fall erledigt hier. Und hier vorne gibt es noch einen Auftrag. Wollen wir auch nochmal gucken, ob wir den machen. Warum bleibt ihr hier stehen? Achso, ihr steht an der Ampel an. Der hält nur ein bisschen größeren Sicherheitsabstand. Yotaro Shobo. Ein echter Psycho. Nimmt sich dabei auf, wie er Joy-Toys foltert und verkauft die BDs dann an gleichgesinnte Hurensöhne. Die Mocs haben ihn endlich aufgespürt. Und du kannst dem Drecksack jetzt ein wohlverdientes Ende bereiten und dabei noch was verdienen. Mehr Infos über dieses Stück Scheiße an bei. Okay, Auftrag Monsterjagd. Auftragsklär Yotaro Shobo, 44 Jahre alt, japanisch-amerikanisch, Club Oho in der Allen Street. Willst du der Menschheit einen Gefallen tun und auch noch Spaß dabei haben, dann kümmere dich um Yotaro Shobo. Der Typ ist eine perverse Sau, die ihresgleichen sucht. Das Sadistenschwein gehört zu den Tiger Claws und dreht gern X-BDs. Vielleicht übertreibt er es manchmal bloß, vielleicht geht ihm einfach von den Schreien seiner Opfer einer ab. Ich tippe eher auf Letzteres. Auf sein Konto gehen aktuell mindestens 17 Morde.
aber Recht und Ordnung hinken wie immer hinterher, wenn es um tote und vermisste Joy-Toys geht. Die Mox lassen sich das nicht mehr gefallen. Ein paar Mox-Netrunner haben Jotaros Studio aufgespürt im Ho-Oh, einem kleinen Club im Kabuki. Die Mox können sich dort nicht blicken lassen, deshalb brauchen sie dich. Finde diesen Jotaro und sag ihm, dass seine Tage in der Unterhaltungsbranche gezählt sind. Ja, das können wir natürlich mal machen. Da steht schon mal einer. Die Dinger sollten wir dann vielleicht hacken, wenn der nicht gerade guckt. Okay, da komme ich schon mal ran. Da ist auch einer. Was ist hier mit? Gewaltsam öffnen. Okay, da brauchen wir noch 3 Punkte in Konstitution. Hier kommen wir zum Beispiel rein. Gewaltsam öffnen. Und da dürfen wir uns verbinden. Schauen wir mal, was gibt's denn hier? 55. E91C. Ja, dritte Spalte schaffen wir nicht. Das müsste ja der Club sein, die dürfen wir ja sein. Mal sehen, was der Barkeeper sagt. Was darf's denn sein? Ich will mit Jotaro reden. Ich würde gern mit Jotaro reden. Hast du einen Todeswunsch? Sagen mir manche nach. Geh, solange du noch kannst. Vertrau mir. Hab gehört, ihr habt gute Braindance. Hab gehört, du hast was im Angebot für anspruchsvolle Kunden. Kannst du was empfehlen? Bist wohl ein echter Kenner. Für dich habe ich extra realistische BDs. Alle Geschlechter, Ethnien oder Fetische. Alles, was deine Synapsen so auf Hochtour bringt. Okay, dann lassen wir das mal. So, haben wir hier noch was? Ich glaube, das wäre der Eingang. Okay. Ach, guck mal, die sind schon wieder reingegangen. Könnten wir auch von hier aus irgendwie starten. Wir gucken uns den Club vielleicht in der nächsten Folge an, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet und auch gerne ein Like oder Kommentar hinterlasst, wenn euch die Folge gefallen hat. Da würde ich mich sehr drüber freuen und bedanke mich natürlich auch recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.